Mit der Viktoria aus Aschaffenburg kommt nicht gerade der Lieblingsgegner der heimischen Augsburger in die Rosenau, in der dichter Nebel herrschte. Von 12 Pflichtspielen bisher konnte die U23 der Fuggerstädter nur 3 gewinnen. Der letzte Erfolg ist dabei 8 Jahre her. Allerdings blieben die Schwaben in Rot zuletzt zu Hause 7-mal in Folge ungeschlagen. Gleich schon mal eine Entschuldigung für die Bildqualität. Leider vieles im dichten Nebel nur zu erahnen. Beide hatten eingangs durchaus ihre Abschlüsse richtig gefährlich, wurde es dann aber erstmals in der 24. Minute nach einem Fehler der Augsburger. Florian Pieper setzt das Leder aber nur an den Pfosten. 2 Minuten später bietet sich auf der anderen Seite Josué Mbila nach Vorlage von Hans Rathgeber eine Top-Gelegenheit. Max Grün pariert aber hervorragend. Die besseren Chancen hatten insgesamt die Gäste. In der 29. Minute klatscht der Ball nach einem Fernschuss erneut nur an den Pfosten. Doch in der 34. Minute war es dann soweit. Benedikt Laverty setzt sich da gleich gegen mehrere Augsburger durch und lässt mit seinem platzierten Flachschuss auch Daniel Klein keine Chance. 11. Saisontor für den besten Aschaffenburger Schützen und damit die Halbzeitführung. Mit Beginn des zweiten Durchgangs sind wir mit unserer Kamera dann an den Spielfeldrand gewandert und in der 49. Minute hätte eigentlich der Ausgleich fallen müssen. Achit Polkererom bringt aber die Hereingabe von Mbila nicht im Tor unter. Was für eine Chance. Ähnliches gilt dann auch 4 Minuten später auf der anderen Seite. Pieper muss da nach Vorlage von Laverty eigentlich das zweite für die Viktoria machen. Klein allerdings auch mit einer Weltklasse-Parade. Auch Grün musste wenig später nochmals ran bei einem Kopfball von Dorian Chevis nach einem Freistoß. Danach neutralisierten sich beide in einer zunehmend nickliger werdenden Partie bis zur 77. Minute. Da zieht Roberto Deschmal aus der Ferne ab und die Kugel schlägt links und nein zur Entscheidung. Aschaffenburg siegt am Ende im dichten Augsburger Nebel mit 2:0. Eine absolut verdiente Niederlage. Ich würde es heute so auf den Punkt bringen. Eine Schülermannschaft gegen eine abgezockte Regionalligamannschaft. Sie haben auf unsere Fehler gewartet. Wir haben sie genügend gemacht und im Umschaltspiel waren sie heute überragend. Das haben wir dann auch nicht wegverteidigen können. Wir hatten einen Moment in der zweiten Halbzeit, wo wir 2-1 auf den Keeper laufen. Wenn wir da das 1-1 machen, könnte vielleicht das Spiel eine andere Dynamik annehmen. Hat es aber nicht. Aber wie gesagt, unterm Strich heute eine abgezockte Mannschaft, verdient hier 2-0 gewonnen. Ja, es war natürlich schon ein bisschen Nebel auf dem Platz. Wir waren aber trotzdem froh, dass der Schiedsrichter natürlich angepfiffen hat. Wir wollten alle Fußball spielen. Und ich glaube, heute hat man auch gesehen, 2 wirklich sehr gute Mannschaften sind aufeinander getroffen mit vielen Torchancen, gerade in der ersten Halbzeit. Ich denke, dass wir ein bisschen einen Chancenplus hatten. Wir hatten auch 2 Pfostenschüsse. In der zweiten Halbzeit haben wir es auch sehr gut verteidigt, bis auf die erste Aktion kurz nach der Halbzeit. Ich bin richtig happy, weil meine Mannschaft wirklich toll gefightet hat, gute Torchancen rausgespielt hat und ich glaube, zum Schluss auch verdient gewonnen haben. Im 8. Heimspiel erwischte es also die FCA-Youngsters, deren allgemein schwarze Serie gegen Aschaffenburg damit weitergeht. Die Viktoria beißt sich dagegen vorerst oben fest.